Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Simotrans. Und wir sind unterwegs und hatten gesagt, wir wollen mal gucken, was die anderen Stellen alle so machen. Dafür holen wir unsere Fahrzeuge mal auf den Plan und gucken, wie es dann mit dem Gewinn aussieht. Ja, Schiff, ne, das war ein Missverständnis mit dem Michael Friedrich. Der hatte mir das bei City Skylines geschrieben und nicht hier. Aber hier machen die Schiffe halt Verlust. Bei dem anderen fahren sie Karussell. Das war das Entscheidende. Ja, hier ist halt der, der verlustig ist gerade sozusagen, ne? Ja, das ist aber dann Zulieferer. Da müssen wir gucken, wie weit das werden wird. Wo fährt er lang? Er fährt hier Stadtbus Radolfzell. Okay, das muss erst noch werden. Radolfzell hat keine weiteren Vergrößerungen zurzeit. Mal gucken. Und naja, der wird mit der Zeit auch besser werden hier. So schlecht fährt er gar nicht. Sieht nur so schlecht aus, ne? Nächste Bushaltestelle, 13 Leute hat er schon geholt. Jetzt fahren zwei weiter nach Konrad-Adenauer-Straße. Die ist da hinten am anderen Ende. Wo fährt er denn überall hin? Das ist die Frage. Ne? Lass mal gerade schneller laufen. Da ist er weg. Jetzt ist er wieder am Markt. Und fährt jetzt hoch zur Lilienthalstraße. Genau. Oder werden nicht ganz viele Leute ein- aussteigen, oder? Einer noch eingestiegen, okay. Und jetzt fährt er zum Kloster oder nicht? Ne, beim Kloster fährt ein anderer lang, ne? Genau. Jetzt fährt er hier unten zur William McKinley Straße. Da ist er jetzt da und schmeißt da keinen raus. Und fährt er denn dann hin zum Rathaus wieder? Wo ist er? Ne, jetzt fährt er hier unten raus, ne? Okay. Da war... Oh, ist viel zu schnell. Jetzt fährt er hoch zum... Mühle, zur Mühle. Weil Mühle hat den meisten gelassen jetzt, oder was? Okay. Und jetzt wieder dahin. Die sind dann alle wohl raus. Okay. Haben wir lange genug geguckt. Der wird schon mit der Zeit werden. Wer ist das? Ach, das ist der kleine Bus, der zwischen diesen Altenau und Herdexen verkehrt. Ne? Herdexen war hier. Ja, genau. Fährt auch die gleiche Zahl ungefähr schlecht. Wächst hier aber auch jetzt nicht. Und hier ist es natürlich sehr stark durch die Gleise begrenzt, dass da nichts passiert. Ne? Und auf der anderen Seite ist natürlich er hier hingekommen. Wäre nochmal eine Möglichkeit, da auch noch was zu erweitern, ne? Das sollten wir vielleicht tun. Dann, das sind dann mal wiederum drei Felder, die uns da hinten fehlen, die auch Fahrgäste haben. Straße verlängern. Ich glaube, so müsste es reichen. Und eine Bushaltestelle dahin. Passt. Alles gut. Und dann müssen wir da noch die Linie gerade verändern. Das ist Altenau-Herdexen, ne? Genau. Ach, da fahren sogar zwei drauf. Okay. Dann ist es klar, dass das nicht klappen kann unbedingt. Der fährt hier unten gerade lang. Da müssen wir einen runterschmeißen, würde ich sagen, ne? Der fährt jetzt gerade los, dann nicht laden und zum Depot lass den mal schicken. Der andere war der bessere, ne? Oder? Verdulde mich. Der ist teurer. Und wie viele Leute gingen da rein? Ach, da gehen 58 rein und da nur 37, aber nicht zum Depot. Lass mal weiterfahren mit den
58, dann würde ich nämlich eher sagen, der, obwohl der günstiger ist, aber insgesamt könnte es sein, dass der machen wir mal nicht laden. Und schicken den mal zum Depot dann. Das war damals, glaube ich, wenn die da von Riedenburg rüberkamen, dass da so viele fuhren, ne? Deswegen haben wir das gemacht. Das hat sich aber wahrscheinlich normalisiert. Und deswegen. So, und dann zum Depot. Dann ist das schon gut. Da müsste einer von den beiden nachher auch wieder plus fahren können, ne? Der größere, denke ich mal, ist es hier. Gut. Dann machen wir das zu. Das geht leider auch. Der fährt wo? Das ist Stadtbus Adenau. Der fährt auch zur Geflügelfabrik. Das liegt hier alles im Bereich. Sieht so aus. Ne, da oben kann man schon wieder was machen. Da ist schon wieder ein Feld mehr. Die Stadt ist am Wachsen. Jetzt ist zu überlegen, das ist diese Straße. Die da lang ist. Ich glaube, verlängern wir mal so und hier müssen wir eine Rampe machen, dass der da hochfahren kann, ne? Nun, das war diese. Dann ziehen wir die Straße da noch durch, von dieser Bushaltestelle halt runter, ne? Das macht Sinn. Und die Bushaltestelle käme dann da hinten hin. Genau, dann ist es dran. Und dann müssen wir den Stadtbus ändern. Fahrtlinie die. Linie ändern. Wir fahren einfach von Adenau Sattlerstraße weiter. Da müssen wir einfügen machen zwischen Sattlerstraße und Paulstraße kommt der. Fährt dann zur Paulstraße, machen dann aber erst den Weg wieder dahin. So sollte es passen. Gut. Das ist jetzt der Stadtbus Adenau, der fährt. Auch miese ein wie immer. Hier unten, der ist natürlich jetzt voll gerade, ne? Das gestaltet sich jetzt wahrscheinlich dann doch schwierig. Bushaltestelle müsste hier nur dran und ein Bahnsteig, dann können die auch bis dahin fahren, ne? Das ist jetzt schwierig. Altenau sind es zwei, die jetzt hier warten. Und er war voll, ne? Ja. Ist der eine dann doch zu teuer, zu ausgelastet. Müssen wir gerade schauen. Das ist das Schiff und das ist auch das Schiff, glaube ich. Der müsste jetzt leer zurückfahren oder das, was lokal ist. Ja, fährt er zurück. Deswegen rentiert er sich so schlecht, ne? Das ist eine Einbahnstraße in dem Sinne. Das kann weg, der fährt. Wo ist denn er jetzt? Ach so, das ist Adenau. Der ist gerade voll. Dann nicht mehr. Okay, wenn er zum Rathaus fährt, ist klar, weil da die Wechselstation ist. Er hat vier unterwegs aufgenommen hier. Kommt jetzt hier zu der Haltestelle. Steigt noch einer zu.
Hier unten haben wir 4 Fahrgäste und die sind weg und 11 fahren so innerstädtisch, ne? Weil der fährt ja jetzt rechts rum. Genau. Atomstraße fährt dahin. Wo sind die? Da. Okay. Und steigen 8 ein. Und wir haben den Fahrplan nicht geändert, oder wie sehe ich das? Das ist das größte Problem. Da können wir da hinten lange noch eine Dingens machen. Das war schlecht. Atomstraße. Dazwischen müssen wir dann den noch einfügen und den auch und dann läuft's. Gut. Er ist jetzt da bei der Flügelfirma und hat da 3 hingebracht. Der fährt jetzt zwischendurch zum Dingens. Jetzt zur Maschinenfabrik. Ja, da was gelassen. Und dann geht's weiter da drüben hin. Und die 12 sind dann weg und er fährt wieder leer zurück. Holt wahrscheinlich unterwegs wieder ein paar in der Maschinenfabrik ab. Ja, einer ist jetzt irgendwo mitgefahren. Ach so, da gab es noch eine zweite Haltestelle. Dann ist hier einer eingestiegen nach Hadexen. Interessant. Und 3 weitere. So, 2 innerorts. Keiner da nach hinten. Und hinten auch keiner zurück. Aber 2 da, okay. Ist so. Gut, den können wir so lassen. Den mal angucken. Innerorts fährt er gerade. Hier rechts hin. Hat er 4 Leute aufgenommen. Fährt dann zur Geflügelfabrik. Kommt da wieder. Fährt da nochmal vorbei. Dann zum Rathaus, ne? Ja. 7 innerorts oder zur Fabrik erstmal. So, am Rathaus wieder geladen und auf diese Geraden da. Und einen für da ganz hinten. Und wow, wo hat er die jetzt weg? Das ist die Frage, ne? Na, jetzt müssen wir gucken. Nochmal komplett durchfahren lassen. So, da lang, da lang, da lang. 3 da lang. Alle steigen aus. Aber das waren nicht die 19, die da wegkamen. Aber 3 Stück sind es immerhin. Die kommen alle von hier, ne? Krass. Und jetzt hier. Steigen mehr ein, ne? Ja, da sind ordentlich eingestiegen. Läuft, kann man so sagen, ne? Aber plus fährt da noch nicht ein. Sogar voll. Muss da hier welche stehen lassen, ne? Ja. Ja, das gestaltet sich dann schon schwierig, wenn da was stehen bleibt. Müssen wir die Linie nochmal ändern? Wir ändern die Linie. Und zwar, das ist hier, genau, zum Rathaus, zur Bäckerei, zum Rathaus, dann wäre er zur Paulstraße, dann zur Sattelstraße. Von der Paulstraße fährt er bitte nicht zur Sattelstraße. Wo sind das jetzt, Paulstraße? Dann fährt da, fügen wir da ein Rathaus. Dann zur Sattelstraße. Dann zum Starrenweg, das passt. Sattelstraße. Und den löschen wir da raus. Und dann fährt er zurück. Machen wir mal so.
So, das ist er. Und wo ist er gerade? Beim Hühnerhof. Verfolgung an gerade. Ich weiß jetzt nicht, wie er fährt. Jetzt fährt er zur Sattelstraße? Nein, er fährt zum Rathaus. Nee. Wo ist Pasteurstraße? Rathaus. Jetzt wird er dahin. Passt. Und jetzt wird er zur Paulstraße. Der 33, das ist nämlich schon voll. Jetzt hat er 17 für die Sattelstraße dabei. Und 8 wieder hinten. Hat er auch wieder behalten. Keinen dazu gekriegt wohl. 29 aus der Sattelstraße noch dazu. Ja, ich glaube, jetzt ist es besser. Ja, sieht gut aus. Paulstraße 27, genau. Ja, da ist er voll. Wo fährt er jetzt hin? Ja, hier zur Straße. Dann hat er hier welche stehen lassen, oder? Ja, 20 Leute stehen da noch. Das heißt, der Geflügelhof muss einzeln bedient werden. Nochmal was ändern. Linie ändern. Da müssen wir den... Jetzt kann ich den nicht ändern, oder doch? Doch, kann ich. Den dann noch einflügen. Einflügen, einpflegen. Fährt er nämlich erst nochmal zurück, bevor er zum Geflügelhof fährt. So. Jetzt gucken wir das nochmal an. 5. Ah, er fährt da aber nochmal vorbei. Jetzt müssen wir gucken. 26, 5. 3. 29, 26, 9. Na, ich glaube, so weit ist gut. Jetzt ist er nicht voll. Fährt zwar jetzt nicht vom Geflügelhof direkt zurück, sondern über Pasteurstraße, aber das passt dann schon. Er ist nirgendwo voll gewesen, ne? Gut. Da hat er das Depot erreicht, okay. Und er ist mit 0 Leuten immer noch unterwegs. Fährt aber interessanterweise jetzt schwarze Zahlen auf jeden Fall ein. Verfolgen wir mal gerade. Einen. Ja, und da ist er voll. Wie viele stehen da noch? Gute Frage, ne? Daneben geklickt. 33 nach Altenau. 55 nochmal Altenau. Und da Ostwald. Das ist unterwegs, ne? Das bedeutet, wenn der jetzt gleich zurückkommt, ist er voll. So, jetzt ist er voll, ne? Jep. Aber wie sieht's jetzt aus? 5 stehen hier nur. Damit können wir leben. Erstmal. Und die Minusgeschichte, die brachte es ja nun wirklich nicht, ne? Gut, okay, dann sind wir damit erstmal soweit fertig, würde ich sagen. Nächstes Mal gucken wir dann da weiter, was wir hier noch... ne, das war falsch, das ist richtig. Also Gewinn war schon. Welcher Bus dann da noch irgendwo schlechte Zahlen hat. Aber das ist Ortsverkehr, das ist klar, das wird erst mit der Zeit besser. Das ist Radolf Zell. Das muss auch wachsen, damit es besser wird. Aber eigentlich ist es schon gar nicht so schlecht da. Ups, daneben gewischt. Den hatten wir eben. Altenau. Adenau, nicht Altenau. Und hier haben wir noch einen. Okay, der fährt hier zur Sightseeing-Geschichte bei Riedenburg, ne, oder? Ja.
Stadt wächst ja hier oben. Ja, müssen wir gucken. Läuft. Haben wir hier einen, der miese macht? Das ist der. Was fährt denn der für ein Stück gut? Mehl, ne? Und der ist nicht voll. Gut. Wie lange brauchen der, bis da was da kommt jetzt an? Ne, das war der Bus. Ja, da läuft hier nichts, ne? Das ist das Problem. Da muss mehr zugeliefert werden. Das müssen wir uns in der nächsten Folge dann angucken hier. Die Mühle, die braucht mehr Getreide, damit es läuft. Gut, dann würde ich aber sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.